Okay, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Weihnachts-Adventskalender 2017. Diesmal ist es Vaporum. Ich werde einfach mal den letzten Spielstand laden. Und wir gehen direkt in die Action. Also, was ist Vaporum? Vaporum ist ein Dungeon Crawler. Das heißt, wenn ihr. Maybe there's a way to raise the water level. Ja, also wenn ihr zum Beispiel, sag ich mal, jetzt eher älter seid, dann denkt ihr vielleicht an einem Eye of the Beholder, solche Sachen. Oder wenn ihr etwas jünger seid, denkt ihr vielleicht an Legend of Grimrock, diese Ecke. Und genauso was ist es, also es ist quasi Grid-based, ne? Also wir bewegen uns, ne, wie man auf der Karte sieht, auf einzelnen Vierecken. Können uns dann hier so schön drehen, hin und her. Genau. Und wir sind gerade in einem Art, also das Setting ist eher Steampunk, kann man sagen. Also, ach du, liebe Güte, da ist ein Feind. Ah nein. Genau, der ist, ich versuche ihn gerade mit dem Gewehr abzuknallen. Nein, ich bin hier eingesperrt, das ist schlecht. Aber ich komme nochmal weg. Der kann so Elektroattacken, wie ihr seht. Und das ist halt doof, weil ich da nicht wirklich ausweichen kann. Ist schwierig. Und während ich von diesem Blitz getroffen werde, mache ich weniger Schaden. Das heißt, da möchte ich auch nicht unbedingt auf ihn. Ja, schade. Ich dachte jetzt, komme ich, sag ich mal, was ein Fehlschlag. Ja, okay, da konnte ich wieder nichts machen. Es ist doof, dass er, wenn er so in der Mitte ist, das ist schlecht. Das sollte ich nicht weiter zulassen. Ich hoffe, er stirbt gleich, weil sonst muss ich einen definitiven Medikit nehmen. So, jetzt bin ich gut ausgewichen. So. Genauso wollte ich die ganze Zeit machen. Wenn er in der Mitte ist, dass ich eins zurückgehe. Aber es hat nicht geklappt, wie man gesehen hat. So, was haben wir bekommen? Eine Energiezelle. Genau, damit können wir unsere Energie wiederherstellen hier unten. Ich hatte auch die ganze Zeit hier unten so ein Gadget, so ein Entlader. Den hätte ich auch nutzen können. Aber der macht keinen Schaden bei Gegnern, die selber einen Entlader haben. Und die Spinne hatte einen, wie ihr gesehen habt. Also diese Elektrofähigkeit, das ist es im Grunde. So, jetzt wechsle ich wieder meine Waffe auf eine Nahkampfwaffe mit einem Schild. Weil für das Gewehr, wie ihr seht, habe ich 42 Munition. Ja. Genau, und ich möchte jetzt nicht alles immer verschießen. Okay. Ein Fumium-Schlüssel, okay, das klingt interessant. Fumium ist so eine Art Energie, die sich hier aus dem Wasser bergen. Also wir sind quasi in einem Art, ich sag mal ganz salopp, in einem Ölbohrturm irgendwo im Wasser. Nur es spielt eher ein bisschen mehr in der Zukunft und es ist jetzt nicht direkt ein Ölbohrturm natürlich, sondern so ein Fumium-Turm. Wir haben hier auch Notizen, stehen da mal Daten bei? Nein, stehen nicht, genau, okay. Okay, genau, Schaltkreise, also nur kurz Inventar hier. Wir haben so einen Exo-Anzug an, also so eine Art, ja, nicht Cyber-Anzug nicht, aber so eine Art Anzug, den man hier unten tragen muss. Mhm. Genau, und Level 2 sind wir und wenn wir leveln, kriegen wir halt neue Boni. Wo wir leveln, genau da unten, also das ist die Erfahrungsleiste, da müssen wir dieses Fumium einsammeln, also Feinde besiegen. Genau, und hier gibt es halt verschiedene Skill-Trees, in Anführungszeichen, also stumpfe Waffen, Klingenwaffen, Pistolen, Gewehre, beidhändig, Rüstungsschmied, Blocken, Taumakatalysator, da habe ich jetzt schon einen Punkt reingesteckt, und Fusionskonvertierung. Taumakatalysator, die erste Stufe hat ein höheres Aufladetempo für meine Gadgets, genau, und plus eine Technik. Genau, Technik ist, kann ich jetzt so ganz, ich bin noch nicht so ganz, ist auch relativ neu das Spiel für mich, deshalb da ist Technik. Genau, das erhöht halt meine Energie und meinen Gadget-Schaden. Also ich bin mehr so ein Gadget-Typ. Am Anfang vom Spiel konnte man sich auch eine von drei Klassen auswählen, also in Anführungszeichen. Es war einfach ein Anzug, den man angezogen hat. Der hat einem bestimmte Boni gegeben, zum Beispiel. Ich habe einen genommen mit irgendwelche Boni auf Technik und Gadgets. Also ich will so einen Technik-Gadget-Charakter spielen. Gut, hier die Tür, die ist noch nicht offen. Von dort bin ich gekommen. Genau, da sieht man auch diesen Raum, wo ich gerade herkam. Dann kann ich diese Tür hier wohl öffnen.
Ja, ich nehme mal ein Medikit auf jeden Fall, weil... Und ich benutze gleich mal meinen Entlader. Da. Genau, jetzt hat er auch so eine Energiewolke unter sich gehabt. Das heißt, er so... Er hat auch 4 Sekunden lang, wenn er davon getroffen wird, macht er nur die Hälfte vom Schaden. Genau, und die Gegner, die haben halt ja so ein Gewehr gehabt. Der hat ja auch auf mich geschossen. Nur von denen kriegt man auch Munition. Also Munition ist jetzt begrenzt, aber... Es ist jetzt nicht so, dass man kaum Munition hat oder so. Okay. Puh, ausgewichen. Wieso stand da gerade dieses R? Habe ich so ein... Da ist ein Gegner. Genau. Also das Gadget, das macht auch Schaden über Zeit. Genau, meine Nahkampfwaffe, die macht gegen mechanische Gegner mehr Schaden. Und es sind hier momentan welche, darum benutze ich sie. Ich habe auch schon was gegen einen Ziegelstein, das ist immer wichtig. Das ist auch eine Tür, aber ich sehe keinen Schalter. Genau, Ziegelstein. Da unten ist Anleitung. Kann 10 Minuten gehen, schon Boden fallen lassen und ihn in die Ferne werfen. Mhm. Genau, da ist so eine Fallgrube. Ich vermute, also in Grimrock war es so, da konnte man auch runterfallen. Genau, wie ihr seht, ich bin jetzt im zweiten Level, also ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Ja, gut. Ja, lässt den Spielstand an. Genau, also da konnte man auch so die Ebenen wechseln damit. Aber hier habe ich schon mal eine Fallgrube gehabt, da bin ich auch gestorben. Genau. Ja, der Ziegelstein, den kann ich jetzt also nach da werfen. Ist halt ein bisschen doof, dass es da im Beutel aussieht und nicht wie ein Ziegelstein, muss ich sagen. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Also in Grimrock waren die Items dann wirklich die Items. Aber gut, was soll's. Die Tür ist aufgegangen. Hier sind Spinde und eine Truhe. In der Truhe ist ein rostiger Helm. Okay, einen Helm habe ich noch nicht. 20 Integrität. Integrität ist mein Leben. Genau. Und ein Arbeiterhandschuh. Der gibt mir 10 Integrität. Ich habe allerdings Rungreifs Stulpen. Reduziert die Abklingzeit vom Brecheisen. Und noch 10% Widerstand. Also, ich habe coolere Handschuhe. Die habe ich auch in einem Secret gefunden. Ich weiß nicht, ob es irgendwann einen Händler gibt. Ich vermute nicht. Sieht nicht danach aus, als würden hier Händler wohnen. Wir bekommen ein Baby. Alle klar. Das ist ein Audiolog. Genau, ich dachte einfach mal nichts, während sie redet. Gut, ist halt eng. Also ich werde es mal hier auf Deutsch vorlesen. Also sie ist super froh, weil sie ein Baby bekommen wird mit Markus. Aber ein Kind hier im Turm großzuziehen, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich muss es vor den Auswirkungen des Fumiums beschützen. Ehrlich gesagt beginne ich daran zu zweifeln, dass wir wirklich über seine Wirkung und Kapazität Bescheid wissen. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass Markus und ich nach Hauptstadt Island zurückkehren werden, falls sich herausstellen sollte, dass Fumium unserem Baby schadet. Wir werden unsere Familie sein, das ist viel wichtiger als die Forschung oder irgendwelche Versprechen der Büros. Okay. Hier ist auch ein Goldschlüssel. Das ist interessant. Und nochmal ein paar Seelenverwandte. Mein Vorarbeiter, Mr. Ben, scheint ganz in Ordnung zu sein. Er hat einen guten Sinn für Humor, aber ich darf ihn nicht zu nah an mich heranlassen. Ich darf niemanden an mich heranlassen, nachdem ich meine Seelenverwandte Lissa verloren habe. Sie war das Licht meines Lebens, aber sie musste ihre Nase zu tief in die Fumium-Forschung stecken. Ich hatte sie davor gewarnt, doch sie wollte nicht auf mich hören. Und jetzt, ich habe mich vor der Arbeit hingegeben, der Arbeit und nichts anderem. Das lenkt mich ab und hält meinen Ärger vom Leib. Okay, also der... genau, irgendwie geht hier was vor, Fumium-Forschung. Die Leute werden auch so ein bisschen verrückt und so hat man das Gefühl. Ich habe auch schon ganz klassisch gelesen, dass irgendwo irgendwelche Experimente schieflaufen. Also, ja. Hier brauche ich einen Goldschlüssel, alles klar. Den habe ich ja gerade zufällig gefunden. Da hinten ist auch noch eine Tür. Aber, ah genau, I. Wieso benutze ich den Goldschlüssel nicht hier, ne? Genau, diese Gadgets, die haben halt eine Aufladezeit. Die brauchen Energie da unten. Die regeneriert sich auch sehr langsam, wie man sieht. Aber, oh nein. Der ist extrem stark. Aber man kann so ein bisschen um den rumtanzen. Genau, Blutung heißt, ich darf mich nicht bewegen, sonst nehme ich extrem viel mehr Schaden. Aber musste ich jetzt doch, weil sonst hätte er mich erneut wieder getroffen, direkt. Also er kann mir so Blutungen zuführen. Der ist echt extrem stark. So, geschafft, puh. Ja, ich habe eine bessere Waffe. Das letzte Mal, als ich ihn gekämpft habe, hatte ich eine Waffe, die etwa einen halben Schaden gemacht hat. Das war wirklich wenig. Kein Schalter, damit geht die Tür auf. Nein. Okay, damit geht die Tür nicht auf. Ich hätte gedacht, die Tür geht auf. Ah, okay. Wenn ich jetzt reingehe...
Ah, ne, okay, die Tür ist offen. Ist der Hebel wieder zu? Der war... Habe ich den überhaupt gedrückt vorhin? Naja, ich weiß es nicht. Mhm. Okay, ja doch, dann habe ich ihn, glaube ich, gedrückt. So. Ja. Okay. Ich habe auf jeden Fall noch genug Energie für eine Entladung, das ist schon mal positiv. Genau, und das Klassische an diesen Spielen sind eben auch ja Rätsel, klar. Also, ne, bisher gab es jetzt im ersten Level noch nicht so die krassen Sachen, also so ein paar Schalter-Sachen, so. Also wirklich die Basics. Aber ich meine, es ist ja auch so eine Art Tutorial-Level gewesen. Also man hat alle möglichen Sachen erklärt bekommen. Oh, ein alter Schaneidbrenner. Entfessle eine Flammenwelle in einer Linie. Werden in Brand gesetzt und ja, 25 Schaden. Castzeit ist 0,5 Sekunden, 15 Energie, 2 Kacheln Reichweite, 12 Sekunden Abklingzeit. Ja, finde ich cool. Füge ich mir mal da hinzu. Brandeffekt. Brennt das Ziel, nimmt es und seine umliegenden verbündeten Schaden über Zeit. Sich selbst und andere Brandeffekte Resistenz. Ah ja, das ist logisch. Genau, Schaden. Wir haben Schaden entdeckt. Hier im Arx Vaporum. Sie müssen über die Flucht- und Gemüsevorräte reinkommen. Sein. Wir entschieden uns schnell, sie auszumelden, doch dann schritt Lora mit einer Skandidien. Lässt sie uns für die Forschung verwenden. Ja, ist eine scheiß Idee gewesen. Früher angereicht haben sie klein, sie wachsen nachher sein. Wir mussten. Ja, genau, diese Dinger wurden also von denen gezüchtet, hier schon klar. Die Schaden nicht stark genug werden, um aus den Zellen auszubrechen. Ja, super. Also, so Forschung kann immer auch. Kann auch mal schief gehen, wie man hier sieht, ne? Genau, was ist denn hier? Schon wieder eine Tür, wo ich nicht weiterkomme. Und hier auch. Aber warte, da war ein Knopf an der Wand, glaube ich, neben dem Kasten. Habe ich den gedrückt? Ich weiß nicht. Ah, es ist Zeit. Ich würde sagen, ich lade meinen ersten Spielstand. Ah, hier war ich. Okay, ich erinnere mich. Oh, da muss ich den Kampf machen und so. Naja, was soll's. Genau. Oh, ich habe nicht genug, um das zu benutzen. Aber 70 Energie, jetzt habe ich genug, okay. Gut, dann können wir das ja jetzt ein bisschen schneller. Ja, speichern sollte man tatsächlich oft, ne? Ist ja der Klassiker in Spielen, nicht zu speichern. Genau, der Helm war gut. Der Handschuh war nicht gut. Genau, Medikit 2. Genau, dann habe ich hier vorne gleich den Goldschlüssel benutzt. Ja. Genau, und dann kam die Schabe. Also, beim Blutungseffekt-Erklärung stand, man soll nicht sich bewegen, wenn man blutet, weil man dann mehr Schaden nimmt. Darum bin ich halt gerade stehen geblieben, weil das ja wahrscheinlich stimmt. Und genau, ich habe ja auch ein Schild, also mit dem Schild kann ich jeden dritten Schlag mehr oder weniger blocken. Also 30% Chance habe ich, dass ich einen Schlag blocke. So, jetzt muss ich auf jeden Fall mal speichern, so, weil anscheinend, wenn ich diesen Zeitschalter aktiviert habe, ist hier irgendwo ein... Ah, da ist ein Loch. Genau, Schaben, Schaben. Das Feuerding. Da ist ein Loch, ja. Ah, damit hebe ich das Loch. Immer, oder? Ne, jetzt ist es wieder unten. Fuck. Ein Feld zu langsam. Okay, die Frage ist, wenn ich jetzt das Loch öffne... Ah, ne. Da muss ich einfach hin, okay. Puh. Knapp, knapp, knapp. Also man darf sich... Ist ein Feind hier? Ne. Man darf sie nicht einmal umdrehen, sonst ist man schon zu langsam. Man muss einfach komplett durchlaufen. Ja. Ja, genau. Also das ist im Grunde Vaporum. Also, ne, gerade, also ich bin ja riesiger Grimrock-Fan vom ersten Teil, vom zweiten. Richtig gut einfach und... Scheiße, ich bin vergiftet. Oh, fuck, jetzt habe ich noch Energie benutzt für was total Sinnloses, nämlich... Wie weit kann der das bitte schießen? Ich muss ein Medikit nehmen, glaube ich.
Oh, der kann auch von da schießen. Das ist ja, also das Ding ist schrecklich. Puh. Es bleibt auch so ein bisschen auf dem Boden liegen, ne? Es war ein bisschen doof, dass ich gerade den Energieblitz aus Versehen gemacht habe. Ich wollte eigentlich... Ey, wir haben Level Up. Das ist sehr gut, weil dadurch wurden wir geheilt. Oh, dann war das Medikit gerade ein bisschen waste. Aber was soll's. Hätte ich wissen können. So schlimm wird es jetzt nicht sein. Ich spiele auch auf normal, also von ersten Run, aber es gibt auch andere Schwierigkeitsgrade. Man kann auch in Oldschool-Modus an, ausmachen und so. Also es ist echt, echt cool. Genau, jetzt sind wir Stufe 3. Jetzt können wir wieder skillen. Ne? Ich kann ja mal kurz so ein bisschen durchgehen, was so möglich ist. Ne? Also stumpfe Waffen, den Schaden von stumpfen Waffen. Die erste Stufe wird einfach 30% mehr Schaden mit stumpf. Ich meine, ich benutze eine stumpfe Waffe die ganze Zeit. Ne? Die sind halt gegen mechanische Gegner gut, stumpfe Waffen. Klingenwaffen, erhöht den Schaden von Klingenwaffen, die sind gegen organische Gegner gut. Diese Schabe gerade war, glaube ich, organisch sogar tatsächlich, oder? Ich glaube ja, es war eine organische Schabe. Pistolen, was kriege ich da? Plus 3 Munitionswunden, also ich finde mehr Munition und ich mache mehr Schaden mit Pistolen. Gewehre, ich mache einfach nur mehr Schaden mit Gewehren, ich finde also nicht zwingend mehr Munition. Ich meine, das beides Leveln ist cool, ne? Wenn ich da Munition verliere und die hier Dingens. Was gibt's denn hier? Ah, da noch mehr Munitionsfund. Und ja, gibt's das denn hier auch später? Nein. Genau, und das sind so krasse Module. Verbrauchen weniger Munition. Ah, genau. Genau, weil mein Gewehr, kann ich ja eben zeigen. Genau, es gibt 2 Waffensets. Das verbraucht 2... Nee, das hier braucht tatsächlich nur 1 Munition. Das ist auch eine Pistole tatsächlich. Genau. Ich habe ein Gewehr da. Das Leutnantgewehr, das macht auch mehr Schaden. Verbraucht allerdings auch natürlich 2 Munition, also im Grunde macht es doch weniger Schaden. Und der Panzerknacker ist so ein aus dem Secret auch, der ist cool, weil der schießt durch den ersten Gegner durch, auf den dahinter. Also bisher gab es noch nicht oft 2 Gegner, aber ich finde das trotzdem cool. Also genau, Pistole könnte ich hier oder Gewehr. Beidhändigkeit, genau. Ich kann nämlich 2 Waffen haben. Ich kann links die Pistole haben und rechts zum Beispiel auch meinen Kolben. Und dann kann ich links schlagen und rechts, ne? Aber man hat dann Mali. Auf Genauigkeit und auf Schaden. Genau, und auf Rang 5 ist er vollständig aufgehoben. Das heißt, ich habe 35% Abzug. Also ich mache 35% weniger Schaden mit jeder Waffe. Ich meine, klar, es ist trotzdem mehr, weil die beiden ja zusammen angreifen. Und die Genauigkeit ist auch geringer. Und ich kann eben, wenn ich das jetzt skille, na, ich habe mich eben hier eingesossen, ups, dann wird der Malus eben weniger. Ne? Und der wird auf jeder Stufe 7 weniger und hier ist er halt vollständig weg. Und es gibt dann noch so Sachen wie hier, also bei einem weithändigen Angriff ist die Chance auf erhöhtes Nahkampf- und Feuertempo. Ne? Also das sind diese Module, die man eben später einsetzen kann. Rüstungsschmied erhöht einfach meine Integrität, also mein Leben. Was natürlich geil ist, also mehr Leben. Ne? Das ist auch ein Value Point, also allein ein Punkt ist schon super gut. Genau, und hier kriegt man sogar noch weniger Schaden, logisch. Blocken, plus 6% Schildblock-Chance. Genau, weil das Coole ist, ne? Der hat halt eine 30% Chance zu blocken. Das ist also so passiv, also so ein bisschen, ja, bei Grimrock und so, da gab es keine, also da gab es schon Schilder, aber die haben einen meistens nur einen Ausweichenwert gegeben, ich meine, was quasi das Ähnliche ist oder so, aber hier finde ich es ganz cool, weil die Chance auch recht hoch ist, 30% direkt, hiermit auf 36. Ich könnte jetzt, ah ne, hier kann ich nicht direkt weiter, ich muss noch warten auf Stufe 4. Und Fusionskonverter, mehr Energieregeneration und Technik, ich glaube, das nehme ich, weil, ja, ich bin ja so ein Techniker, deshalb... Und die Energie, finde ich, regeneriert sich wirklich langsam. Und 0,4 mehr, das ist schon eine Menge. Also, finde ich gut. Genau, also, ne, man kann halt schon extrem cool die Klassen machen. Also, ne, Technik, stark, leicht. Genau, was auch geil ist, ich habe recht früh so 3 Rüstungen gefunden. Genau, das ist die ich trage. Die gibt mir zum Beispiel 60 Integrität und Zähigkeit. Dann gab es noch hier eine, 50 Integrität, aber 2 Gefecht. Oder die 0,8 regeneriert und plus 2 Technik. Also, man könnte denken, ah, ist geil, ist ja im Grunde für mich eine Rüstung. Ne? Aber ich kann ja auch die anziehen mit Zähigkeit und so, um Sachen auszugleichen. Ne? Zähigkeit erhöht auch meinen Aufweichenwert und sowas und meine Integrität. Ne, wenn ich jetzt das Technikding anziehe, habe ich nämlich noch weniger Leben, ich habe noch weniger Zähigkeit. Also ne, klar ist die Energieregeneration hoch und so, Technik-Sachen sind auch cool. Mehr Gadget-Schaden und so, aber ich weiß nicht. Ich meine, ich kann sie ja mal jetzt eben wechseln, gucken. Wie ist jetzt mein Technik-Schaden? 62. Ich meine, ich kann es mal probieren mit der, aber wie ihr seht, ich habe deutlich weniger Leben. Was macht Gefecht? Gefecht ist wahrscheinlich einfach, ja hier, genau, mein Kampfwert, erhöht einfach meinen Kampfschaden und so. Dann ist das vielleicht auch, also ich kann da mal gucken, wie es läuft, ob das jetzt wirklich viel höherer Schaden ist. Aber das ist halt eigentlich das Coole, weißt du, weil ich habe am Anfang jetzt diesen einen Anzug, der macht mich mehr bei Technik und Gadgets.
Ah. Habe ich denn einen Ziegelstein? Ich müsste einen haben. Ich habe aber keinen. Okay. Weil, die Frage ist ja, was mache ich jetzt hier? Ah, okay, ich erkunde. Ah, von da kam ich. Das war ja da, wo man so schnell durch musste. Alles klar, alles klar. Gut, mal drauf achten, gleich so ein Feuer zu benutzen. Das sieht aus, als würde da gleich ein Feind rauskommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde da am besten was vorstellen. Eine Truhe. Gut, Munition, das ist cool. Ja, ich finde es auch cool. Ein einfacher Protektor. Erhalte einen gewaltigen Bonus auf Widerstände. Weniger Schaden durch Bluten, Schock, Säure und Feuer. Für 30 Sekunden. Das finde ich cool. Aber ich kann es gerade leider nicht ausrüsten, ne, weil ich habe die anderen Sachen. Ja, ich meine, ich könnte einen davon wegmachen. Na, mal schauen. Was gibt's hier? Ah, Säureeffekte, genau. In den Nachrichten gibt es dann auch so Infos, ne? Die Arxpedia ist das übrigens, ne? Zum Beispiel, wenn man von Säure getroffen wird, sind Heilung und Reparaturkapazität stark reduziert. Ah, okay. Das heißt, das war vorhin auch nicht. Das Medikit war noch gewasteter, weil ich Säure hatte und dadurch quasi mich eh wenig gemacht habe. Genau, von Säure fähig war, haben einige von ihnen starke Spuckmechanismus im Mundwerkzeug entwickelt. Die Speichel zerplatzt beim Aufwärmen der Säurepfütze, genau. Das sind diese Dinger und ein Seil. Ah, ist ein Quest-Item. Ah, ein Seil. Ja, das werde ich sicher brauchen, um irgendwie einen Seilzug zu machen oder so. Irgendwo dieses mit der Wasserlevel-Anpassung. Ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss die ganze Zeit vor. Genau, dieser Gadget macht übrigens um mich herum jedes Feld einen Schaden. Also so auch genau wie der Gegner das gemacht hat. Ich habe es auch von so einem Gegner bekommen tatsächlich. Genau, weil den Feuerstrahl, der geht nur geradeaus. Darum kann ich den auch nicht benutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen die Wand gucke. Aber ich könnte das Elektro-Ding benutzen, auch wenn ich, ja. Genau. Okay. Also der zweite Level ist schon ordentlich komplex, muss ich sagen. Also der erste Level, das ist jetzt alles ja hier, nur das eine. Es gab ja noch ganz am Anfang, genau da konnte ich. Ah, okay, ich komme da. Ah, okay, jetzt macht Sinn. Ich bin jetzt in den Kreis gegangen. Ja, ja, alles klar. Genau, weil da hinten gibt es ja auch noch eine Tür, die ich machen muss, ne? Aber das war jetzt im Grunde einfach der Rückweg wieder hierhin. Also zum Anfang. Okay, das ist ja beruhigend. Da muss man nicht alles zurücklaufen. Genauso geheime Knöpfe anwenden. Habe ich einen schon gehabt, muss man sagen. Aber es war auch da eine Notiz darüber, dass es das gibt quasi. Also im ersten Level auch so Tutorial-Style. Also, ne? Es gibt sowas. Genau, aber. Okay, ich habe hiermit das Wasser erhöht ein bisschen. Genau, weil ich wollte ja das Wasser erhöhen, weil da unten ist ja so eine Art, da sind so Wasserpontons und dann baue ich mir so eine Art Brücke rüber. Ne? Also die erste Hälfte habe ich hier geschafft, kann man sagen. Ne? Es gibt hier auch keine Türen mehr und sowas, wo ich noch nicht durch war. Dahinter hat man zwar hintergesehen, das war ja da, wo ich den Ziegel hingeworfen habe. Wahrscheinlich kommt man da nicht hin. Weil die Ziegel sind hier ziemlich genau abgemessen, habe ich das Gefühl. Ne? Bei Grimrock war es ja so, da hat man sehr viele Steine gefunden. Ja. Und man konnte auch andere Sachen benutzen. Also alles, was glaube ich schwerer war als ein Stein, konnte man nutzen, um Druckplatten auszulösen. So mehr oder weniger, glaube ich, war das. Okay, warte, ich bin gerade total verwirrt, sorry. Hier ist ja doch noch was, wo ich nicht war. Den Fumium-Schlüssel. Es ist komisch, dass ich den nicht habe. Ich meine, vielleicht finde ich den auf der rechten Seite. Weil es für mich ein bisschen wie ein Secret. Da wird so ein kleiner Raum sein. Und es gibt in dem Spiel nämlich so Fumium-Zellen. Die sind so ein bisschen wie, Achtung, diese Energiezellen. Und wenn ich die benutze, kriege ich einfach ein bisschen Fumium, also Erfahrung. Ne, von daher, das wirkt für mich so ein bisschen wie so ein Raum, wo es sowas gibt. Naja, wir gehen jetzt hier eben noch ein bisschen weiter und dann hören wir gleich auf, ne? Ich will ja jetzt auch nicht hier ein Let's Play draus machen. Also, ganz ehrlich, wenn ich es durch habe und es richtig geil ist und so, dann mache ich vielleicht ein Let's Play draus tatsächlich, weil ich finde es richtig cool bisher. Ich bin so ein riesiger Fan von solchen Dungeon Crawlern, deshalb Grimrock fand ich auch super cool. Da ist so Gift, da will ich nicht reingehen, glaube ich. Genau, aber also Blind wollte, genau da, bei so einem Feld gab es in der Mitte noch einen Knopf. Und das war dann quasi ein Secret dahinter. Aber jetzt bei solchen habe ich es noch nicht gesehen, aber es sollte, also ich gucke jetzt auch nicht wirklich krass ab alle, aber oft ist es ja wirklich auffällig gemacht, in Anführungszeichen. Also man merkt es dann einfach, wenn man die ganze Zeit irgendwie eine Wand so sieht und auf einmal ist sie anders.
Aber ich finde auch dieses so wie jetzt hier vom Steampunk und so ganz geil. Ne? Grimrock war auch cool, so. Das ist ja mehr so in so ein Light-Fantasy-Setting, so mit Burg und Mittelalter, so in Anführungszeichen. Oh, ich speichere auf jeden Fall mal. Das sagt ihr bestimmt schon die ganze Zeit. Speicher, ja. Ne? Genau, und das hier finde ich ganz geil, so Steampunk-mäßig. Also ich bin nicht der größte Steampunk-Fan, so nach dem Motto, das ist so mein Lieblingsuniversum, doch eher dann so Fantasy, high, low. Aber ich finde es hier ganz geil gemacht so. Also mal so ein Steampunk-Ding finde ich dann ganz cool tatsächlich. Ja. Ist natürlich auch besonders, dass man jetzt hier nur eine Person spielt. Oder dahinter ist jemand, der mich gleich... Ja, okay. Mhm. Feuer habe ich jetzt gemacht auf ihn. Das hat immer nicht... Puh, der haut auch nicht. Ja, aber ich kann ihn so ein bisschen baiten. Wenn ich sofort links und rechts gehe, dann weiche ich ihm quasi aus. Ich glaube, er nimmt vom Feuer keinen Schaden tatsächlich. Es wirkt so, oder? Puh. Alter, 20 Fumium, nice. Und er hat wahrscheinlich Munition verloren. Ja. Achtung, ich wollte gerade sagen. Da kann ich ja wieder... Ah, der ist schon tot, ja. Der hat ja schon Schaden über Zeit wieder genommen, genau. Ja, die sind mittlerweile ziemlich gut. Ja, und meine erhöhte Energieregeneration macht sich bemerkbar. Also die geht jetzt ja wirklich schon fast 1 pro Sekunde hoch. Okay, da ist irgendwie die Tür so merkwürdig, ne? Die sieht echt merkwürdig aus. Aber die auch, ne? Okay, das scheint aber normal zu sein hier. Hm. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Okay, was ist da? Sieht auch aus wie eine Platte, also eine Druckplatte, wo ich draufstehe. Also als könnte die auch aufgehen. Aber die habe ich, stimmt, die habe ich gerade einmal, als ich draufgegangen bin, da hat sich, die haben sich die Sachen so verschoben. Es war so eine Art Fahrstuhl fast, oder? Den man angefordert hat. So sah es aus. Das sind echt so Druckplatten, die man einmalig auslöst. So ein bisschen. Irgendwelche Feuerrätsel wieder. Das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Ah, okay, hier ist nicht viel mehr. Das ist gut, dass ich hier hingegangen bin. Oh, das finde ich geil, dass man jetzt schon so viele Gadgets hat, dass man ja quasi aussuchen muss, ne? Ich habe so schöne Erinnerungen an meine Studienjahre. Das Büro hatte mir ein Stipendium erteilt und ich willigte mit Freuden ein, um gegen Zug für eine Dauer von 7 Jahren im Axwa Porum zu arbeiten. Meine Träume wurden wahr. Als ich in den Hauptstadtteil eintraf, war ich von erstaunlichem Anblick der Labore, Werkstätte und Maschinen fasziniert. Es war auch vergleichlich mit Weihnachtsbäumen, die mit glitzernden Zahnrädern statt Kugeln und Ornamenten verziert waren. Es war der Himmel auf Erden. Viele Leute beschweren sich heutzutage über das Büro, weil es angeblich seine Macht ausnutzt und Kritiker zum Schweigen bringt. In meinen Augen macht das Büro alles richtig. Technologie, Ordnung und Wissenschaft sollten alle im Herzen der Gesellschaft verankert sein. Jetzt stehe ich hier mitten der Pioniere der Welt und das habe ich dem obersten Büro zu verdanken. Okay, der freut sich anscheinend darüber. Es muss also nicht alles schlecht sein. Alter, wie geil, ein einfacher Kriegshammer. Der macht erstmal übelst so viel mehr Schaden, auch an mechanischen. Angriffszeit ist ein bisschen länger, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr oft ausweichen können damit. Und die Abklingzeit ist fast doppelt so lang. What a nerd. What a nerd, ja. Der hat sich echt gefreut darüber, ne? Aber ich... Ah, und es ist zweihändig. Alles klar. Ja, dann finde ich's. Ja, steht da auch, ne? Dann bin ich jetzt nicht mehr so ganz überzeugt. Weil der Schild ist ja halt schon einfach geil, so. Das macht halt einfach Schaden, ne? Ich weiß es noch nicht so ganz. Eine Jägerpumpe. Schrotflinten versuchen im kügelförmigen Bereich vor dir Schaden. Je näher das Ziel, desto höher der Schaden und können getroffene Gegner betäuben. 30% Chance auf Betäubung. Buh. 4,5 Sekunden sogar dann betäubt. Das ist eine Menge. 2 Munition, 2 Reichweite. Ja. Mhm. Ja, langsam wird es hier voll, ne? Ich meine, sowas wie die Soldatenpistole kann ich auch bald ablegen, weil meine Pistole ist einfach stärker. Warte, das Seil kommt nach oben. Normaler Zero-Verstärker. Erhöht die Nahkampfgeschwindigkeit. 30% erhöhte Nahkampftempo für 30 Sekunden. Mhm, das finde ich cool. Ist auch cool, dass es halt so, also ich bin ja jetzt, in Anführungszeichen, möchte ich mich so ein bisschen als Magier spielen, also so mit Schaden von Gadgets. Aber man kann natürlich auch so ein Gadget für Nahkampferhöhung einfach jetzt haben.
Ja, und dann voll auf Nahkampf natürlich gehen und dann voll damit reinklotzen. Das ist halt ganz cool. Also, es gibt hier echt eine große Vielfalt so an Builds, glaube ich. Sicherlich gibt es jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen so ein, zwei Builds, die die besten sind, sage ich mal, also so Powergaming-mäßig, also dass man damit am stärksten ist. So. Aber man kann ja auch immer, sage ich mal, suboptimale Builds spielen, die trotzdem noch funktionieren gut, also und Spaß machen. Also das finde ich mal ganz geil, wenn das so möglich ist, sage ich mal. Ja, also auch zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, in, wenn man jetzt in Diablo 3 irgendwie, da habe ich mal so einen Rent-Barbar mit Wirbelwind gespielt. Der war also einfach nur mit so Legendaries und sowas. Das war, der war natürlich nicht Qual 10.000 was tauglich und alles so und das. Aber hat halt Bock gemacht, so auch auf den unteren Qualschuh. Also, weißt du, sowas finde ich mal ganz cool. Okay, jetzt geht das auf. Ah, jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Hier lege ich nämlich jetzt ein Siegel hin, damit das Ding schon ausgelöst ist. Jetzt gehe ich da drauf. Jetzt ist es wieder aufgegangen und jetzt mache ich es nicht zu, wenn ich auf diese Platte gehe. So, da nicht von treffen lassen, das wäre nämlich dumm. Okay, hier ist dasselbe. Genau, der ist ausgelöst, das heißt, ich kann ihn ja nehmen, weil ich stehe ja drauf. So, den brauchen wir nämlich wieder, den Ziegel. Das finde ich ganz cool. Okay, es wird jetzt ein extrem langer Part, aber das ist mir gerade ganz egal. Echt. Ich finde es nämlich... Ich finde es... Ah, okay, jetzt ist hier links... Ah, das sind drei solche Dinger. Okay, so ganz verstehe ich es noch nicht, aber ich packe einfach mal ein Ziegel drauf. Ja. Ich meine, viel mehr konnte man nicht machen. Ich bin jetzt hier eingesperrt, in Anführungszeichen, aber... Oh nein, jetzt kommt so ein Feind. Kommt der hier hin auch? Oder ist er einfach irgendwo losge... Mhm. Habe ich ihn überhaupt getroffen, muss man? Weiß ich nicht. Okay, ja, die sind mittlerweile echt sehr easy. Oh geil, so ein Reparaturkit, das ist natürlich cool. Ja, die sind natürlich echt selten. Einen habe ich auch richtig schön verschwendet. Das ärgert mich immer noch ein bisschen. Aber so als, ach du Scheiße, der nächste. Der Zielstabilisator. Erhöhte Genauigkeit mit Distanzwaffen. Krass, Pistolen und Dingerspräzision. Alter, Alter, richtig krasse Sachen. Was ist das, eine Soldatenpistole? Ach, ganz ehrlich, die habe ich, ne? Witzig ist in Anführungszeichen, man kann ja auch Duell, also man kann ja auch beide Händen eine Pistole haben, ne? Und mit zwei Pistolen schießen, ne? Rostiger Dolch. Ganz ehrlich, den lasse ich da. Ich habe hier schon ein rostiges Schwert. Ist auch einhändig. Eine Soldatenpistole habe ich schon, ich habe ja auch noch eine andere. Ganz ehrlich, warte mal, wenn ich jetzt hier die Waffensets wechsle, dann haue ich mir nochmal, genau. Aber ja, da steht der Malus, ne? 35. Ah, man macht, okay. 20% weniger Schaden und 35% Genauigkeit. Also das ist natürlich nicht so cool. Außer man benutzt natürlich hier den Zielstabilisator. Wie ist denn das, wenn ich jetzt das so hab und jetzt den da reinhau? Ne, schade. Ich dachte, man kann auch für die Gadgets zwei Sets haben. Aber das wäre wahrscheinlich zu stark, weil es ist natürlich diese Limitierung, dass man nicht... Jetzt habe ich da noch die andere Pistole reingetan. Ne? Ja, aber ist gut, weil zwei Pistolen ist zwar cool und so, aber macht jetzt vielleicht keinen Sinn tatsächlich. Ja, ich werde jetzt noch so ein, zwei Minuten, dann höre ich auch auf. Aber boah, das macht super Bock. Ich werde gleich einfach das erstmal weiterspielen und das Level noch fertig machen, denke ich. Das ist echt richtig cool. Ja, da war ein Schalter, ne? Hm, damit kann man die Tür öffnen, schließen, was immer. Fuck. Ach, nur Schaden, schade. Ach, ganz ehrlich, dann hier kann ich jetzt den Hammer nehmen, weil... Der schießt ja eh und dann... Macht's nicht, dass es ein bisschen länger dauert. Dann will ich ja einfach nur Schaden machen. Nice, 20 Fumium. Mhm. Wow. Lag, lag, lag. Ich habe übelst lag, keine Ahnung. Ja, ihr nicht. Ach, vielleicht habt ihr auch lag gehabt. Ich weiß nicht, wie das ist. Ja, ich höre jetzt hier nach dem Feind auch. Ah. Boah, Fehlschlag. So, jetzt. Geht doch, sehr gut.
Warte, gibt's noch mehr Feinde? Weil... Nein, okay. Ich dachte kurz. Da ist eine Kiste hinter, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass sie die beschützen. Also Munition gibt's doch ordentlich. Also man kann wirklich, glaube ich, viable so einen, jemanden spielen, der schießt. Ein Silberschlüssel, schade. Ich dachte, das wäre der Fumium-Schlüssel, weil der sah so ein bisschen komisch aus. So ein Hammer, den habe ich ja schon. Ja, aber den habe ich vielleicht auch in einem Geheimnis oder so gefunden. Ich habe also im ersten Level, glaube ich, 3 oder so Secrets gefunden. In dem jetzt noch gar keins. Das ist ein bisschen traurig, muss man sagen. Aber ich weiß ja auch noch nicht, wo man so drauf achten muss, tatsächlich. Das ist halt so. Ja gut, ja, was weiß ich. Soll ich jetzt einfach noch eine Stunde hier aufnehmen? Warum nicht, ne? Nein, mache ich natürlich nicht, aber... Ah, okay, hier kann ich jetzt das Wasser noch weiter erhöhen. Da brauche ich vielleicht da den Silberschlüssel. Ne? Wahrscheinlich brauche ich da auch einen Schlüssel einfach. Wo soll ich denn sonst brauchen? Sonst habe ich hier keine verschlossenen Türen mehr drauf, außer die Fumium-Tür. Es ist ärgerlich, dass ich den Schlüssel nicht habe, aber... Ist so. Ist einfach so. Ah, da... Ja, um wieder zurückzukommen, ne? Einfach nur. Ja. Naja, genau, da habe ich den ersten Feind gesehen dadurch. Dann ist er ja einmal so rumgekommen und... Ja, okay. Ja, dann habe ich den Fumium-Schlüssel eigentlich nicht. Da wären sicher so eine Fumium-Zelle drin, ne? Für ein bisschen Erfahrung, ne? Das hat natürlich auch immer ein cooles Secret, so ein bisschen Erfahrung kriegen ist... Okay, I need some string or something like it. Ah ja. Das ist ein Seil. Ja, auch cool, dass man solche, also, ich meine, das war jetzt ziemlich offensichtlich, sag ich mal, dass man das machen muss, aber, ne, trotzdem cool. I need a key. Ah, ein Schlüssel, um den zu bewegen. Also es geht immer noch weiter hier. Das heißt, ich kann den Fumium-Schlüssel potenziell immer noch finden, ne? Vielleicht habe ich ihn noch nicht. So, den hören wir uns noch eben an und dann machen wir auf. Also, wir sind angekommen, endlich. Unser neues Zuhause hier in Axvapurum. Das Büro hat in kurzer Zeit einiges erreicht, davon bin ich sehr beeindruckt. Der Turm ist gigantisch, ich kann es kaum erwarten, alles auszupacken, mit der Forschung zu beginnen. Mitten des Ozeans festzustecken macht mich ein wenig nervös, aber der Turm macht einen sicheren, robusten Eindruck. Ich bin mir sicher, dass sich die Ereignisse von Katgenut nicht wiederholen werden. Oh fuck, okay, die werden sich hundertprozentig wiederholen. Die Fumium-Forschung wirkt vielversprechend. Vielleicht ist das nur Träumerei, aber sie könnte das nächste große Wunder der Welt sein. Wir stecken mitten in der Forschung. Ich kann es kaum erwarten, das Projekt zu übernehmen. Das Beste daran ist, dass sich Familie und Arbeitsleben so einfach verbinden lassen. Laura. Ja. Es werden sich sicher diese Ereignisse wiederholen. Ich weiß nicht, was es für Ereignisse waren, falls ihr euch gerade fragt, aber... Ne? So, dann speichere ich hier mal Wasserwerke. Gespeichert. Dann Quicksave. Ja, und dann war's das, ne? Viel Spaß und ja, vielleicht sehen wir uns auch in einem Let's Play bei dem Spiel. Mal sehen. Ciao.